Streak Sachs. Nach dem Intro sprechen wir mal über Blattschrauben. Herzlich willkommen bei Streak Sachs. Wir sind heute bei Teil Tag. So, und wie anfangs erwähnt, wir sprechen heute mal über Blattschrauben. Also die eingefleischten Saxophonisten wissen natürlich, was Blattschrauben sind. Für Anfänger erkläre ich das ganz kurz. Das Blatt muss ja irgendwo am Mundstück festgemacht werden. So drauflegen alleine reicht nicht. Und da gibt es verschiedene Blattschrauben. Bei meinem Yamaha-Saxophon, ich habe dieses YTS 280, glaube ich, heißt das. Ich verlinke euch mal unten das Video, da habe ich mal so ein Unboxing gemacht. Das ist ein sehr gutes Anfängerinstrument. Da ist von Yamaha halt so ein Standardmundstück dabei. Ich habe das hier schon mal auf den S-Bogen drauf gemacht, damit man das irgendwie, damit ich es besser handeln kann. Und da ist hier so eine Blattschraube dabei. Die Blattschraube dient im Grunde nur dafür, dass wenn wir das Blatt hier befestigen, ich mache das jetzt mal so Pi mal Daumen, dann stülpt man die einfach drüber, so, und dann muss man das Blatt noch schön ausrichten und dann muss man die Schrauben festschrauben. Entschuldigung, bin ein bisschen erkältet. Ja, der Nachteil ist eigentlich, so als Anfänger hat man da echt Probleme, das so auszurichten. Was mir so alles passiert ist, traue ich mich überhaupt nicht zu erzählen. Ich habe also schon gehabt, dass ich das Blatt so ein bisschen rausstehen hatte. Das ist jetzt mal so übertrieben dargestellt hier. Und ich will die so draufstecken und ecke hier voll mit dieser Blattschraube in das Blatt rein. Konnte ich dann auch gleich wegschmeißen, weil da war so eine richtig tiefe Kerbe drin. Das ist schade und eigentlich will ich sowas vermeiden, aber es passiert nun mal einfach. Dann ist diese Blattschraube ja konisch. Das heißt, wenn ihr euch das Mundstück anseht, merkt ihr ja, das ist hier an der Stelle dicker als an der Stelle. So, das heißt also, diese Halterung ist genauso geformt, was so viel bedeutet wie, man hat natürlich auch eine Chance, das Ding einfach, wenn man ein bisschen dösig ist, nicht so genau guckt oder es dunkel ist oder sowas, falsch rum drauf zu machen und wundert sich dann, warum es nicht passt. Man drückt ein bisschen fester vielleicht, zack, ist schon die nächste Kerbe in dieser Blatt, in dem Blatt hier drin. Ist also auch ärgerlich. Ansonsten muss ich sagen, haben diese Blatthalterungen auch einen Einfluss auf den Ton. Das erkläre ich euch mal vielleicht irgendwann, wenn ich mal ein bisschen besser bin mit dem Saxophon und ich da mal ein bisschen mehr probiert habe. Ich kann nur sagen, diese Metallblatthalterung klingt so ein bisschen, wie soll ich das mal ausdrücken, so funkiger, ein bisschen klingt so ein bisschen blecherner als halt eine andere Blatthalterung. So, was ich aber sagen wollte, ist, mir geht es einfach auf den Keks mit dieser Blatthalterung, dann ist die nicht genau in der Mitte und also irgendwie hatte ich nachher eine Hasskappe, muss ich sagen. Dann immer mit zwei Schrauben festmachen, ist so eine Sache, das habe ich nämlich, kenne ich nämlich von meinem Fahrradsattel. Da schraubt man die eine Schraube fest mit, ich glaube, da musste man mit 6 Newtonmeter schrauben, so, dann hat man die andere festgeschraubt mit 6 Newtonmeter. Dann kann man die Schraube, die erste, die man festgeschraubt hat, aber wieder weiter drehen und so kommt eins zum anderen. Eigentlich dreht man so lange, bis die ganze Sache kaputt ist. Ist ja auch nicht Sinn der Sache, also das hat mir auch nicht so gut gefallen. Und ich habe ja natürlich YouTube-Videos geguckt und siehe da, da gibt es Leute, die haben nur eine einzige Schraube zu drehen. Oh, habe ich gedacht, da musst du doch mal genauer dich kundig machen. Ich habe da ein bisschen rumgegoogelt. Ja, und dann bin ich, ohne dass das jetzt Werbung ist, also bezahlte Werbung, bin ich auf die Firma GF System gestoßen. Die sind, ich glaube, die werden sogar in Deutschland gemacht. Ich bin mir aber da nicht sicher. Auf jeden Fall, die haben eine ganz interessante Sache sich ausgedacht. Und zwar haben die einfach so eine Art Lederband oder Kunststoffband, ich glaube, das ist Leder genommen, haben hier so, ja, da will ich jetzt nicht größer erklären, halt hier sind so Metallblöcke eingelassen und haben eine Schraube da reingemacht. Die Schraube, das ist aber der Trick an der ganzen Sache,
Die hat zwei gegenläufige Gewinde. Das heißt also, wenn wir jetzt das Blatt auflegen, erstmal ist es wesentlich einfacher. Zack, man setzt einfach nur hier dieses Teil hier so drauf. Da ist sogar auch noch so ein Zielkreuz drauf. Boah, ich weiß nicht, ob man das so sieht. Ich halte es mal so in die Kamera. So, und dann kann ich wunderbar das Blatt vorher vernünftig ausrichten. Das geht relativ einfach. Ich habe das Zielkreuz, drücke dann mit dem Finger drauf und dann habe ich auch nur noch eine einzige Schraube. Moment, ich zeige euch das mal hier. Eine einzige Schraube, die ich festdrehen muss. Und dadurch, dass diese Gewinde gegenläufig sind, ist nämlich hier diese Mechanik, die sich dann festspannt. Ich drehe hier einfach mal dran. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. So. Die spannt sich halt gleichmäßig mittig. Das heißt, wenn die Schraube ein gleiches Gewinde hätte, würde einfach nur die linke Hälfte rübergezogen auf die rechte Hälfte. Und dann hätte man das nämlich ungleichmäßig gespannt und vor allen Dingen das Blatt würde dann verrutschen. Und das ist nicht Sinn der Sache. Also ich muss sagen, diese Blattschraube und diese Blatthalterung gefällt mir wesentlich besser. Außerdem, der Ton ist nicht mehr ganz so blechern. Ich wollte eigentlich eher so einen etwas wärmeren Ton haben. Den habe ich damit eigentlich, also bekomme ich besser hin. Ich habe auch den Eindruck, dass so die tiefen Töne etwas besser kommen. Gut, das ist so, als Anfänger hat man da noch nicht so richtig das Gefühl. Deshalb erzähle ich euch gerade irgendwie wie der Blinde von der Farbe. Also das ist, ich habe da noch nicht ganz so viel Ahnung, aber ich habe einfach den Eindruck, dass es so für mich ist. So, ihr könnt ja gerne mal was unten in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht auch so ein System habt oder ihr habt noch ein anderes System. Ich habe gesehen, da gibt es auch verschiedene Sachen, verschiedene Schraubsysteme und sowas. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, was ihr so habt, würde mich mal interessieren. Aber wie gesagt, so mir gefällt dieses System im Moment am besten, kommt meiner Spielweise und meiner Ungeschicktheit beim Blattwechsel eigentlich zugute. Ich habe das Blatt viel schneller gewechselt und deshalb möchte ich euch eigentlich von der Firma GF System das empfehlen. Wichtig ist, ihr müsst aber, wenn ihr sowas kauft, vorher gucken, was habt ihr für ein Mundstück, weil die unterscheiden noch zwischen Metallmundstücken und hier diesen Kunststoffmundstücken und sowas. Aber das ist auf der Webseite von der Firma GF System hervorragend erklärt. Ich verlinke die einfach mal unten, aber wie gesagt, das ist keine bezahlte Werbung. Ich will euch das nur vereinfachen, dass ihr draufklickt und dann auf der Internetseite seid und da einfach mal so ein bisschen rumforscht. So, das war's von meiner Seite. Übrigens, wichtig ist immer, ihr müsst gucken, wenn ihr eine andere Blatthalterung habt. Meistens sind diese Schutzkappen etwas anders. Auch hier, die Schutzkappe ist wesentlich weiter ausgeschnitten wie diese Originalkappe. Das ist also wichtig, dass ihr schaut, dass diese Schutzkappe dabei ist. Aber bei GF ist es zum Beispiel, glaube ich, grundsätzlich dabei. So, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch noch was. Bis dann. Tschüss.